Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum 9. Part von Star Wars Knights of the Old Republic 2. So, das Telefon ist immer noch am Bimmeln und ich würde sagen, gehen wir mal endlich ran. Schauen wir doch mal, was sie uns zu sagen haben. Anruf annehmen. Verzeihung, ihr habt Besuch von Mosa. Er vertritt hier auf Telos die Sanierungsinteressen der Itorianer. Lieutenant Gren hat ihn überprüft, falls ihr mit ihm sprechen wollt. Tja, will ich mit ihm sprechen? Was will er? Er behauptet, dass ihn Shodo Habat geschickt hat. Mehr will er nicht sagen. Okay, gut. Schickt ihn rein. Natürlich. Ich bringe ihn zu euch. Also dafür, dass wir hier Gefangene sind, werden wir ziemlich gut behandelt. Also abgesehen davon, dass jetzt ein paar Wachen vor der Tür stehen. Danke, dass ihr mich empfangt. Ich bin Moza Koda Habat. Unser Anführer schickt mich. Worum geht es? Warum kommt er nicht selbst? Als unser Führer ist er sehr beschäftigt und bedauert zutiefst, nicht persönlich kommen zu können. Zu schnell? Er wollte euch nicht kränken, indem er mich seinen Assistenten zu euch schickt. Okay. Was will Kodo von mir? Chodo? Kodo? Habt ihr schon von den Sanierungsprojekten auf Telos gehört? Nein. Was ist damit? Die Oberfläche von Telos wurde während des Jedi-Bürgerkrieges zerstört. Das hier, die Citadel-Station, ist ein Teil der... Oh mein Gott, das geht viel zu schnell! Die Citadel-Station versiegelt mit Hilfe von Energiefeldern Teile des Planetenoberfläche und kontrolliert sie. Hat sie das Wetter in der Zone stabilisiert, helfen neue Tiere und Pflanzen, das Ökosystem zu erneuern. Aber seit einiger Zeit haben wir Probleme mit einer Organisation namens Chaka Corporation. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Ja, die Chaka Corporation. Hab schon mal was gehört von denen. Ja, fort. Auf diese Weise unerwartete Chaka Corporation das politische System und die Wirtschaft in Telos. Ihre Bestrafungen behindern unsere Arbeit und werden schlimmere Auswirkungen auf die Sanierung des Planeten haben. Also, wenn ich das so richtig verstehe, diese Itorianer heißen die genau. Die wollen so ein bisschen den Planeten retten und die Chaka Corporation sabotiert so ein bisschen das Projekt von denen. Können wir mal zum Punkt kommen? Shodo Habat ist ein mächtiger Priester und unser spiritueller Führer. Er ist später für eure Anführer eine Störung, ein Echo der Macht. Shodo spürte, dass ihr uns helfen könnt. Ihr solltet euch ausrichten, dass ich euch vielleicht heilen kann. Dass er euch vielleicht heilen kann, wenn er uns hilft, Telos zu heilen. Na gut. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht genau, was Shodo damit meint. Er sagt, dass Echo, das er bei eurer Ankunft spürte, würde auf eine Wunde hinweisen. Er spürt den Schmerz durch die Macht. Vielleicht sollte Shodo Habat seinen Blick auf sein eigenes Volk richten, wenn es wirklich so leidet. Es tut mir leid, ich verstehe Shodo Botschaft nicht. Vielleicht habe ich sie falsch wiedergegeben. Falls euch sein Angebot interessiert, kommt bitte zum Itorianer-Komplex im Wurmmodul 82. Jojo Habat würde sich gewiss freuen, euch zu sehen. Nein, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ja, also wenn die den Planeten retten wollen und ich ja sowieso Sith machen will, glaube ich nicht, dass ich denen helfen werde, denke ich mal. Ich will euch nicht drängen, aber redet mit Jojo Habat, bevor ihr eure Entscheidung trefft. Lebt wohl. Also wie gesagt, also die Texte gehen wirklich extrem schnell und es tut mir leid, wenn ich nicht alles so übersetzen kann, wie es da steht. Ausruhen. Also gut. Eben, die Texte gehen halt wirklich extrem schnell und... Oh, Leute. Kommt man hier echt mal zur Ruhe? Schnell mal im Tagebuch schauen. Der Anrufer Mozart, der Vertreter der Itorianer auf Telos, bietet dich zum itorianischen Komplex in Wohnmodul 82 zu kommen, um dort mit Shodo Habat zu sprechen. Der Typ, der mich eigentlich heilen soll, aber ich glaube, ich bin nicht mehr zu heilen. Schauen wir doch mal. Anruf annehmen. Guten Tag, ich bin B4D4, Verwaltungsassistent der Chaka Corporation auf der Citadel Station. Ich verbinde Sie mit Yana Lorso, der verantwortlichen Direktorin hier. Soll ich Sie durchstellen? Ah, okay, also das sind jetzt... Ich bekomme jetzt beide Parteien anscheinend vorgestellt. Einmal die Itorianer, die den Planeten retten wollen, und einmal jetzt die Chaka Corporation, die sozusagen sabotieren. Ja, nur zu. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ja, dann interessiere ich mich mal dafür, was die von mir möchte. Danke, dass ihr mit mir sprecht. Mein Assistent hat euch sicher bereits informiert. Ich bin Yana Lorso.
Sei gegrüßt. Warum ruft ihr an? Ich hörte, dass euch ein Etorianer aufgesucht hat. Zweifellos wollte er sich eure Hilfe erschleichen, indem er an euer Gewissen appellierte und versteckte Drohungen aussprach. Mein Gewissen? Sondern? Ich glaube, dass ihr sehr einflussreich seid. Ich hätte lieber euch auf meiner Seite als die Etorianer mit ihrem Pseudomystizismus und ihrer stümperhaften Idiotie. Ja, dass die Gegner da sind, wissen wir ja. Sie stehen dem Profit im Weg. Ich bitte euch aber nicht um Hilfe. Ich mache euch ein Angebot. Arbeitet für die Charka Corporation und ihr werdet fürstlich entlohnt. Ihr würdet euch selbst helfen. Wenn ihr interessiert seid, kommt in unser Büro im Wohnmodul 082. B4D4 weiß, was zu tun ist, wenn ihr dort ankommt. Ich komme bei Gelegenheit vorbei. Ausgezeichnet. Okay. Ja. Viel Glück bei dieser unerfreulichen Untersuchung. Bis bald. Wir sollten weiter schlafen. Sobald sie uns entlassen, werden wir von hier verschwinden. Zu Bett gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das blöde Ding wieder anfängt zu bimmeln. Okay. Könnt ihr mir etwas erklären? Nice. Dazu fiel mir die nötige Zeit. Reden die miteinander? Und das Verlangen, eurer Bitte nachzukommen. Wenn er im Krieg gekämpft hat? Naja. Jedi sollen zäh sein. Und fähig. Ja. Und was sind sie ohne die Macht? Nehmt dem größten Jedi-Ritter die Macht. Was bleibt dann übrig? Sie verlassen sich auf sie, sind von ihr abhängig, mehr als sie ahnen. Seht euch an, wie sie einen Blaster halten oder ein Lichtschwert. Ihr seht nichts als eine Frau oder einen Mann, ein Kind. Und so viel zu verlieren. Ihnen war wohl nicht klar, wie sehr sie darauf angewiesen sind. Wundert euch nicht. In vielerlei Hinsicht seid selbst ihr fähiger als ein Jedi. Ihr könntet überleben, wo sie sterben, weil ihr die Macht nicht hört, wie sie es tun. Es ist eine Ironie des Schicksals und nur deshalb dulde ich eure Anwesenheit. Ein solcher Verlust. Für einen Jedi scheint mir das ziemlich extrem zu sein. Er hat schon lange nichts mehr mit dem Krieg zu tun. Konflikte stärken uns. Durch die Isolation aber werden wir geschwächt. Außerdem hat er sich vom Krieg abgewandt. Alles getan, um ihn zu vergessen. Sagt das nicht alles? Aber wir haben genug geredet. Und wir tun ihm keinen Gefallen, wenn wir nur in seiner Abwesenheit darüber sprechen. Okay. Ich wollte euch informieren, dass die Regierung von Telos die Ermittlungen bezüglich der Peragus-Mine eingestellt hat. Na, offenbar also war die Harbinger wirklich vor Ort, bevor unsere Schiffe an der Station eintrafen. Ja, war sie. Sie ist für die Zerstörung der Station verantwortlich. Genau. Einige Logdateien aus den Ruinen der Anlage weisen darauf hin, dass die Minenarbeiter aufgrund eines Sabotageaktes starben, als ihr und eure Gefährten kampfunfähig oder gefangen wart. Der Hausarrest wird daher aufgehoben. Die Republik schickt jetzt ein eigenes Schiff nach Peragus und besteht darauf, dass er für die Dauer der Ermittlungen auf der Station bleibt. Wie lange muss ich hier bleiben? Die Sojourn ist schon unterwegs und nur noch ein paar Standardtage entfernt. Ihr könnt diese Unterkunft gerne weiterhin nutzen. Ist die Ebonhawk noch beschlagnahmt? Das Schiff ist fertig. Geht bitte zur TSF-Station im Unterhaltungsmodul 081, um den notwendigen Papierkram am Schalter zu erledigen. Die Ebonhawk wird freigegeben, sobald ihr eine Abreiseerlaubnis bekommt. Was ist mit dem T3-Droiden? Wenn ihr den Papierkram erledigt habt, wird er mit eurem Schiff den beschlagnahmten Waffen und euren Rüstungen übergeben. Na also, gut. Wir erledigen am besten zuallererst den Papierkram. Und? Was jetzt? Wir können nicht bleiben. Wir müssen hier weg. Mit der Ebonhawk oder mit einem anderen Schiff. Wir könnten nach Nar Shaddaa fliegen. Da kann man gut untertauchen, wenn man verfolgt wird. Ganz ruhig, mein Freund. Ich glaube, hier auf diesem Planeten werden wir noch ein bisschen Spaß haben mit den Etorianern. Das besprechen wir später. Kreia wäre ein Level-Up. So, sehr schön. Und wir, ich möchte meine Sachen gerne wieder haben. Also, kurze Zusammenfassung. Wir haben ein Angebot von den Etorianern bekommen, die den Planeten heilen wollen. Dann haben wir ein Angebot von der Cerca Corporation bekommen, die den Etorianern im Weg stehen und den Planeten wahrscheinlich eher mehr so ausbeuten wollen. Was mehr in unserem Interesse ist, da wir die Sith sind. Und wir können weg von hier. Also die Untersuchungen wurden eingestellt, nur solange die noch nicht komplett fertig sind, dürfen wir noch nicht weg. Aber wir dürfen auf jeden Fall schon mal unsere Sachen holen und auf die Ebonhawk zurück.
Zum Unterhaltungsmodul 82 wurde mir gesagt, wo muss ich hin? Das ist von der. Jana Lawson, die Direktorin der Checker-Niederlassung auf der Citadel Station, erwartet dich in ihrem Büro im Wohnmodul 82. Sie möchte dir einen Vertrag anbieten und vermeiden, dass du den Etorianern hilfst. Überprüfung der Ebonhawk. Leutnant Green hat dir mitgeteilt, dass die Überprüfung der Ebonhawk beendet ist. Du solltest zur TSF-Station in dem Unterhaltungsmodul 81 kommen, um den nötigen Papierkram zu erledigen. Also TSF-Station in Unterhaltungsmodul 81. TSF-Station in Unterhaltungsmodul 81. Unterhaltungsmodul 81. Ja, perfekt. Verriegelte Tür, da kommen wir nicht durch. Na du? Die TSF ist mit den Problemen auf der Citadel Station total überfordert. Okay. Die Republik muss uns helfen. Ja, gut. Ein Händler. Bitte, ich will keine Schwierigkeiten. Es war ein Unfall, ich schwöre es. Für mich und meinen Partner sah das nicht nach einem Unfall aus. Eher als wolltest du ihn zum Narren halten. Nein, nein, so ist es nicht gewesen. Ich wollte euch nicht beim Trinken stören. Erlaubt mir, dass ich gehe. Ich mache keine Schwierigkeiten mehr. Nicht einmal eine Entschuldigung? So geht das nicht. Was geht hier vor sich? Dieser Solostana hier hat Dinge über uns gesagt, die uns nicht gefallen. Wir versuchen nur, uns mit ihm zu einigen. Nichts leichter als das. Er teilt ihm einfach eine Lektion. Das war der Plan, Chef. Und jetzt verschwinde und lass uns in Ruhe. Ey, wie redest du denn mit mir? Oh, der eine boxt rein, der andere schießt mit einem Blaster drauf. Wir haben bei einem Mord zugesehen. Bei einem Mord. Und der Offizier steht einfach daneben und macht nichts. Leute, ach ja, ist das schön. Zum TSF-Station, genau, da musste ich ja hin. Zur TSF-Station. Nehme ich überhaupt noch auf? Ja. Ich könnte mich wahrscheinlich hier ewig aufhalten. Leute, ganz ehrlich, mal echt froh, dass ich mal weg bin von diesem Asteroiden Peragus. Die Tscherka-Söldner geraten immer mehr außer Kontrolle. Die TSF ist völlig überfordert. Wir brauchen republikanische Truppen, um die Ordnung wiederherzustellen. Hallo TSF, Protokolldroide. Willkommen an der TSF-Station des Unterhaltungsmoduls 081. Wie kann ich Ihnen helfen? So, mein Guter, Leutnant Green sagt, ich konnte hier die Ebonhawk und meine Sachen abholen. Ich rufe sofort die nötigen Informationen ab. Einen Moment bitte. Die Suche läuft. Einen Moment bitte. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Ebonhawk verschwunden ist. Was? Die TSF glaubt, sie wurde gestohlen und ermittelt in dem Fall. Jetzt darf ich schon wieder mein Schiff suchen. Ey, Leute, guck mal, wie ich aussehe. Ich bin dunkler geworden. Momentchen mal, aber jetzt warte mal. Was meinst du mit verschwunden? Die Ebonhawk scheint auf die Oberfläche von Telos überstellt worden zu sein, anstatt in das Asservatendock. Weder Auftraggeber noch exakte Zielpositionen sind bekannt. Auf die Ferner Oberfläche von Telos. An keinem der von der Regierung autorisierten Landeplätze. Oh, das war sicher diese gestohlen wurde und jemand die Aufzeichnungen der TSF modifiziert hat. Ich wusste es. Dieser dämliche T3 hat unser Schiff geklaut. Na, Quatsch. Er fliegt vermutlich gerade durchs All und lacht über uns. Ja, klar. Höchstens über dich. Das genau. Das ist unwahrscheinlich. Ihr Droide mag zwar verschwunden sein, aber alle ankommenden und abfliegenden Schiffe werden von einem Satelliten verfolgt. Die Ebonhawk hat dieses System nicht verlassen. Warte mal. Du sagst, das Schiff ist auf der Oberfläche von Telos? Das gibt's doch nicht. Die Atmosphäre außerhalb der geschützten Sanierungszonen ist kontaminiert. Wo kann man denn da landen? Es tut mir leid, mehr Informationen habe ich leider nicht. Oh, Leute. Natürlich können Sie bis zur Klärung des Sachverhalts in Ihrem Quartier im Wohnmodul 082 oh, bleiben. Wie geil. Da freue ich mich. Okay, also. Wir haben ja aber am Anfang über diese Videokamera, als wir verhaftet worden sind, gesehen, dass da so eine weiße Frau stand. Die hat das Schiff geklaut. Wie kann man überhaupt ein Schiff klauen? Das ist so groß wie ein Haus. Wer merkt denn das nicht? Okay.
Kann ich wenigstens meine Sachen wieder haben? Glücklicherweise wurden ihre persönlichen Gegenstände in der Waffenkammer verwahrt. Na also. Ich werde die Tür öffnen, damit sie sie abholen können. Ja, besser für dich. Sie finden sie in den Sicherheitsschränken. Ja gut. In diesen Sicherheitsschränken. Okay. Ach, scheiße. Jetzt ist unser Schiff wieder weg. Aber wie gesagt, zieht euch das mal rein. Unser Charakter ist langsam dunkler geworden durch die dunklen Punkte. Hier. Ah, sehr schön. Erstmal rüsten wir den aber jetzt wieder aus hier. Machen wir so. Wieder unser Oberteil. Und jetzt tun wir die zwei Klingen wieder ausrüsten. Unser Armband. Minenschild. Ach, wir tun hier das Energieschild rein. Schadensresistenz, Widerstand gegen Schall. Widerstand gegen Schall. Nehmen wir eine Atemmaske. So, perfekt. Im Adden. Geben wir wieder den Plaster. Energieschild. Energieschild. Ja, das kann der nicht anziehen. Ja, ist gut, hab's verstanden. Da gibt's nichts. Gut, und jetzt noch der Crayer. Der geben wir auch einen Plaster. Ja, ja. So. Noch sowas und sowas, dass die einfach wieder ausgerüstet sind hier. Und noch so ein Ding am Kopf. Okay. So, jetzt sieht das wieder gut aus, Leute. Sicherheitstür. Oh, wir kommen da einfach rein. Oh, Leutnant Green, also mit dir habe ich ein Wörtchen zu reden. Wo ist mein Schiff, du Bastard, Alter? Kann ich euch irgendwie helfen? Soll ich dem helfen? Nein, lass mal stecken. Ich hab sowieso noch einiges zu tun. Gut. Also, unser Schiff ist weg. Dann ist als nächstes, steht ja jetzt auf der Liste, dass wir, genau, der Cherka Corporation ja mal unter die Arme greifen. Was haben wir denn hier in der Kantine? Nee, keine Lust. Ah, hier gibt's echt einiges zu tun. Da hinten mein Händler, genau, ich könnte mal meine Sachen verkaufen. Hallöchen, ich bin Dendis. Wenn ihr etwas kaufen oder verkaufen wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Ich will einkaufen. Ja, ich will aber jetzt erstmal verkaufen. Gegenstände verkaufen? Nein, jetzt habe ich den gekauft. Was war denn das? Ah, Verkaufsliste anzeigen. Für die bekomme ich ja gar nichts, kann das sein? Nein. Wieso? Der Edden hat den... Ja, zeig mal, Crayer. Ich höre. Ich höre. Nochmal jetzt. Ja. Ich will nicht die Waffen verkaufen, aber... Waffen. Ah, Verkaufsliste anzeigen. Den hat doch der Edden ausgerüstet. Oder? Hat er jetzt keine mehr? Sag einfach Bescheid. Doch, ah, der listet die gar nicht auf wahrscheinlich. Na, dann weiter. Credits. Gegenstandspreis. Bekomme ich überhaupt Geld dafür? Gegenstand verkaufen. Ah, da steht ja der Gegenstandswert.
tatsächlich, das hat keinen Wert. Aber ja, es ist okay. Ja, ja, den verkaufe ich diese blöde Yoda-Scheiße. Ah, das hebe ich mal auf, das Armband von mir. Tun wir die Energieschilder mal verkaufen? Mandalorianisches Nahkampfschild. Diese ganzen Datenpads brauchen wir ja auch nicht. Mein Gott, habe ich viel im Inventar. Zum Glück habe ich das alles aufgesammelt. Das kriegen wir richtig schön Cash. Ja, der ist viel wert. Der ist auch viel wert. Der auch. Haha, gerade ein Erfolg, es geht ums Geld bekommen. So. Kleidung. Teil hebe ich mal auf für den Computer. Also. Einkaufsliste, was haben die denn so für... Ja, mein Zeug. Billige Sachen. Also gut. Schön, jetzt haben wir wieder richtig Geld. Was haben wir denn hier hinten? Eine Werkbank? Erstellen oder ausrüsten. Oh, Lichtschwert. Oh, ich kann hier schon Sachen erstellen. Eine cinetische Kanda-Linse. Komponentenpreis 10, alle Komponenten 119. Oh, habe ich den erstellt? Schauen wir doch mal schnell nach. Tatsächlich. Sehr schön. Willkommen, es tut gut daran zu mir zu kommen, nicht zu meinem Bruder Dandis. Er weiß einfach nicht. Unsinn, ich habe einfach Prinzipien. Genau das meinte ich damit. Lass mich einkaufen. Ah, der Typ. Was kostet das? 1200, sag mal, bist du behindert? Vor allem das Jedi-Verteidigung. Schadensresistenz, Energie. Ja. Schon cool, aber das ist mega teuer. 2 bis 12. 2 bis 10. Ja, also. Machtlanze. Wie stark sind meine? 1 bis 10, 1 bis 10. Und der hat Einkaufsliste. 2 bis 12. Also diese Jedi-Robe ist schon cool, aber der will 1200 für die und ich habe mal 1000. Ah, nein. Ich habe jetzt 12.000. Leute, müssen wir überlegen. Den kaufen wir uns. Sag mal ja, her damit. Ja, hab mich ein bisschen verguckt, tut mir leid. So. Jetzt schauen wir doch mal, was der Wisch... Komm. Ich würde sagen, Leute, wir machen Fortschritte. Ich will nur schnell das Teil ver... Oh, warte, das können wir dem Etten geben. Dem Etten. Etten, wo bist du? Hier. Du bekommst jetzt meine Robe. Bitteschön. Du siehst schick aus. Fast so schick wie ich. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, laufen wir... Wo laufen wir denn jetzt hin? Was wollte ich denn machen? Ah ja, genau, mit der Checker Corporation. Mit denen wollte ich doch jetzt mal sprechen. Dann machen wir das doch. Ich höre. Ah, den wollte ich ja noch auf. Fernwaffe. 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 Der Charakter aktiviert feindliche Einheiten aus artartiger sicherer Entfernung, wird in den Nahkampf verwickelt, greift er automatisch zu seiner Nahkampfwaffe, um sich zu verteidigen. Hat er den Angriff ausgeschaltet, setzt er den Kampf mit den... Ja, ist okay. Ja? Sehr schön. Sag einfach Bescheid. Jetzt haben wir das auch wieder umgestellt. Aber wir haben keine Dings mehr, gell? Nee, haben wir nicht. Also gut. Also, mit der Checker Corporation zurück zum Wohnmodul 82. Wo fanden wir denn die Checker Corporation? Die erwartet mich im Büro vom Wohnmodul 82. Also wir sind im Wohnmodul 82 und...
Vielleicht hier. Ah, Shaco Corporation, tatsächlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Guten Tag. Ich bin B4D4, Verwaltungsassistent der Shaco Corporation auf der Citadel Station. Wie kann ich Ihnen helfen? Jo, mein Lieber, ich möchte zu Yana Lorso. Natürlich, sie erwartet Sie. Gehen Sie einfach durch die Tür und den Gang entlang. Rechte Seite. Ja, gut. Schauen wir doch mal, was die von mir will. Ja, Gang entlang, rechte Seite. Da ist doch die Gute. Ich wusste, dass ihr irgendwann kommen würdet. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns noch einigen werden. Aber wo sind meine Manieren? Im Namen der Chaka Corporation möchte ich euch auf Telos willkommen heißen. Ich habe beschlossen, den Ethyrianern zu... Was habt ihr zu den Beschwerden der Ethyrianer zu sagen? Ihr wolltet mir ein Angebot machen. Worum geht es genau? Unser Hauptanliegen hier auf der Citadel Station ist der Wiederaufbau von Telos. Die Republik will Telos als Vorbild für ähnliche Bemühungen in anderen Systemen revitalisieren. Zwar wurde ein großzügiges Budget für das Telos-Projekt bewilligt, aber Chodo Habat und seine stümperhaften Ethyrianer haben den Großteil des Geldes verschleudert. Bei einem Projekt dieser Größe sind sorgfältige Planungen und ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen das A und O. Aber das will nicht in Habats Kopf. Trotzdem ist die Chaka Corporation zuversichtlich. Es gibt viele Aufgaben, bei denen wir Hilfe brauchen könnten. Mit eurer Erfahrung könnt ihr euch ein stattliches Zubrot verdienen. Das hört sich doch gut an. Gut, was kann ich tun? Wir leiten das Sanierungsprojekt schon seit einiger Zeit ohne die Hilfe eines Druiden. Habat will sich die neue Druiden-KI, die an die Station geliefert werden soll, unter den Nagel reißen. Ich möchte, dass ihr die Lieferung im Dockmodul 126 Shuttlebuch 2 entgegennimmt und den Druiden hierher bringt, bevor die Ethyrianer wieder alles vermasseln. Ich hole den Druiden sofort. Moment mal, ich soll den Druiden der Ethyrianer stehlen? Und was spricht für mich in der Sache raus? Ja, und was springt für mich bei der Sache raus? Keine Sorge, die Chaka Corporation erwartet nicht, dass ihr umsonst arbeitet. Die haben wahrscheinlich auch mehr Geld als diese Ethyrianer. Bedrohen, wie Habat. Ja. Eure Hilfe in dieser Angelegenheit ist uns 250 Credits wert. Ja, da kann man doch noch handeln. Komm hier, überreden. Überreden habe ich hochgeskillt, das sollte jetzt funktionieren. 250 Credits, die Ethyrianer geben mir mehr. Ihr habt recht. 300 Aha. Credits wären wohl eher Sehr angemessen. Schön. Ich hole den Druiden sofort. Ausgezeichnet. Und ich sorge für eure Bezahlung. Ach, und hier. Das braucht ihr vielleicht, um in den Hangar zu kommen. Sehr schön. Also die Ethyrianer haben sich anscheinend so einen Druiden besorgt. Bla bla bla. Der wird jetzt geliefert in der... Docking Station und den sollen wir den klauen. Ich würde glaube ich trotzdem aber noch gerne jetzt gleich mit dem Chobo Habat sprechen. So. Aber wir sind bereits schon fast eine halbe Stunde am Aufnehmen und ich beende mal an dieser Stelle das Let's Play. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen wieder mal. Jetzt mit neuem Outfit, mit dunklerer Haut und halt wieder auf der Suche nach der Ebonhawk. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ansonsten sehen wir uns wieder zum schon 10. Part von Star Wars Knights of the Old Republic. Also Leute, macht's gut und haut rein. Ciao!